Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Whiskyliner. Im heutigen Video geht es um den Glendronach 18 Allardyce. Zur Brennerei wäre jetzt nicht allzu viel erzählen, denn da habe ich im vorherigen Video eigentlich jede Menge Infos gesagt. Ich habe vorher das Video zum 12-Jährigen gemacht. Ist eigentlich ein super Dram, aber in dem Video geht es halt jetzt nur um den 18-Jährigen. Der ist zum, im Vergleich zum 12er ist das jetzt allerdings eine Oloroso Sherry Vollreifung, das heißt, unbedingt, also da hat man halt jetzt jede Menge Nussigkeit, das was so Oloroso typisch ist. Was man halt auch schon merkt, die dunklen Früchte, so diese Beeren, diese Trockenfrüchte, auch die Schokolade, das ist halt alles schon wesentlich präsenter als den 12-Jährigen, aber das macht halt eindeutig das Alter, das ist halt nicht so verbehren, das ist halt einfach so. Also auch da wieder so diese Mancherie-Kirsche, was man beim 12-Jährigen hat, aber da geht halt dieser Kompott halt schon wirklich ins Eingekochte. Da ist halt auch schon diese Süße wesentlich präsenter. Und ist halt schon insgesamt gediegener. Der Preis derzeit, kann man eigentlich auch mal sagen, ist um die 125 Euro. Ist schon heftig, wenn man so bedenkt, der war vor einigen Jahren noch um die 70, 75 Euro zu haben. Um das Geld kriegt man jetzt einen 15-jährigen Revival, also auch da wieder mal die gewaltige Preisexplosion am Whiskymarkt. Also jetzt Pflaumen, richtig intensive Pflaumen mit diesen dunklen Kirschen, mit dieser Würze. Und erinnert so ein bisschen an Weihnachten. Man hat halt auch so einen Marzipan-Einfluss mit so einer Honignote. Also wunderschön zusammen mit dieser Würze, mit den Beeren. Wunderschöne Nase. Slange. Also bei dem sage ich halt immer wieder, wow. Also der 18er war es wirklich zu überzeugen. Das ist eine Sherry-Bombe. Anders lässt sich das nicht beschreiben. Also enorme Schokolade, Kaffeenoten, Würze. Der besagte Kompott. Also diese dunkle Kirsche ist wirklich toll. Der Abgang, also man hat am letzten immer noch im Gaumen, ist relativ lang.
Wieder trockener werdend, aber sehr, sehr geile Geschichten. Was ich allerdings da vergessen habe, die Geschichten, die sind nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt noch im Glas oder sieht. Also da bei den 18-Jährigen, das geht schon ja, in dunklen Bernstein über, beziehungsweise da ist halt auch die Flaschen, da kann man schon fast Maragoni sagen. Ja, also bei dem wäre ich mir nachher zur Feier des Tages nur einmal einen Nachschenker. Ja, er ist halt, wie gesagt, sehr, sehr teuer. Also drum tue ich mir da ein bisschen schwer mit der Kaufempfehlung. Das lasse ich wieder mal selbst überlassen. Wenn es ein kleiner Kronach-Fansatz und dementsprechend so alte, gediegene Sherry-Whiskys mögt, dann ja, also man macht nichts falsch, aber es ist halt wieder mal der Preis und darum sage ich, entscheid's einfach selber. Also die Qualität ist schon gut, aber man kriegt halt um das gehört mittlerweile auch schon, was ich so gesehen habe im Parlament und da hat man schon garantierte 21 Jahre. Ja, über eine Bewertung da dem wie immer riesig freuen und sag schon mal bis zum nächsten Mal. Servus!